Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Dr. Woidke, sehr verehrte Vertreter und Vertreterinnen unserer Glaubensgemeinschaften, sehr verehrte Frau Wehrbeauftragte Dr. Högel, liebe Frau Bürgermeisterin Hoppe, meine sehr geehrten Herren Generale Schuwert und Schneiderhahn, sehr geehrter Herr Generalleutnant Hoppe, sehr geehrter Herr Generalmajor Fusco, verehrte Gäste, liebe Angehörige, Kameraden und Kameradinnen. Es ist mir eine Ehre, Sie heute zu dieser Festveranstaltung 10 Jahre Wald der Erinnerung in unserer Henning von Treskow-Kaserne begrüßen zu dürfen. Der 15. November ist für die Erinnerungskultur der Bundeswehr, die von Verlusten betroffene Truppe sowie die Angehörigen und die Familien der aus dem Einsatz nicht mehr zurückgekehrten Kameraden ein bedeutsamer Tag. Die Teilnahme an der heutigen Festveranstaltung von Repräsentanten aus Politik, Religionsgemeinschaften, Netzwerken, Verbänden, Stiftungen, Vereinen und Instituten sowie von Vertretern des Ministeriums und der Truppe lässt den hohen Stellenwert dieser besonderen Gedenkstätte erkennen. Für Ihre persönliche Teilnahme danke ich Ihnen. Heute begehen wir das 10-jährige Bestehen der Gedenkstätte und verknüpfen dies mit dem jährlichen Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt, von Terrorismus, von politischer Verfolgung sowie mit dem Gedenken an unsere Kameraden und Kameradinnen, die im Einsatz und im Dienst ihr Leben verloren haben. In den fast auf den Tag genau vergangenen 69 Jahren seit Gründung unserer Bundeswehr ließen mehr als 3.300 Bundeswehrangehörige, unter anderem auch mein Sohn, in der Ausübung ihrer Pflicht ihr Leben. In den Auslandseinsätzen und den einsatzgleichen Verpflichtungen sind bis dato 119 Bundeswehrangehörige ums Leben gekommen. Unvergessen sind auch die zahlreichen Kameraden und Kameradinnen, die uns außerhalb des Dienstgeschehens viel zu früh und für immer und unerwartet verlassen haben. Im Einsatzführungskommando der Bundeswehr haben wir auch in diesem Jahr leider erneut, wie in den vergangenen 2 davor, 2er verdienter und angesehener Kameraden, des Hauptmann Andreas Neudack sowie des Oberleutnant Knut Westenberger, zu beklagen. Unsere Gedanken sind bei ihren Angehörigen und bei ihren Familien und bei allen Familien, die ein geliebtes Mitglied im Dienst an unserem Land verloren haben. Leider müssen wir feststellen, dass Krieg auch wieder nach Europa und in unsere Nachbarschaft zurückgekehrt ist und dass Menschen wenige Flugstunden von uns entfernt aufgrund ihrer Religion, ihrer Staatsangehörigkeit verfolgt, entführt, ermordet werden. Städte niedergebrannt, Familien auseinandergerissen, Menschen hungern, gefoltert und getötet werden. Erneut mahnen uns die Toten und Gefallenen, dass ein Leben in Frieden und Freiheit nicht selbstverständlich ist, sondern dass unsere Staatsform durch Wehrhaftigkeit geschützt und bei Bedarf durch konkrete Taten aktiv verteidigt werden muss. Dabei tragen wir Soldaten als Teil der Exekutive eine besondere Verantwortung für die äußere Sicherheit unseres Staates sowie seiner Bürgerinnen und Bürger. Damit verbunden ist ein besonderes, durch uns bewusst in Kauf genommenes Risiko. Dieses Risiko führt uns meines Erachtens den Sinn, aber auch den Ernst unseres Eides deutlich vor Augen und lässt uns spüren, was es ultimativ bedeutet, für seine Pflicht einzustehen, mahnt und erinnert uns in seiner drastischen Form an die Besonderheit unseres Berufes. Erinnerung und Mahnung, beides braucht einen Ort. Einen solchen Ort finden wir seit nunmehr 10 Jahren in unserer Henning von Treskow-Kaserne. Mit dem Wald der Erinnerung und den Ehrenhainen aus den Einsätzen, welche von der Truppe für die Truppe im Einsatz errichtet wurden. Sie sind Ausdruck der tiefen Verbundenheit, die die Truppe mit ihren Gefallenen,
verunglückten und verstorbenen Kameradinnen und Kameraden weit über die eigentliche Einsatzzeit hinaus und über Soldatengenerationen hinweg verbindet. Für mich persönlich wird dies immer ein Ort der emotionalen Auseinandersetzung mit der letzten Konsequenz unseres Soldatenberufes bleiben. Er verbindet Namen mit Ereignissen, persönlichen Erlebnissen und Bildern, die wir als Einsatzveteranen nicht vergessen werden und als Gesellschaft auch nicht vergessen dürfen. Heute, vor genau 10 Jahren, wurde der Waldänderung feierlich und Anwesenheit der damaligen Bundesverteidigungsministerin und des damaligen Bundespräsidenten sowie früherer führender Vertreter der Bundeswehr eingeweiht. Zugegen waren auch damals schon zahlreiche Familienangehörige, Freunde und Kameraden von dem Dienst verstorbenen und im Einsatz gebliebenen Kameraden. Die Ministerin wandte sich mit folgenden Worten an die Kameradinnen und Kameraden der Toten. Ich zitiere: Für die Soldatinnen und Soldaten im Einsatz sind diese Ehrenhaine das emotionale Herzstück eines jeden Camps. Sie stehen da, um Lebwohl zu sagen. Sie gehen dahin, wenn sie irgendwo hin müssen mit ihrer Trauer über den Tod ihrer Kameraden. Orte wie dieser, an denen sich so starke, so authentische Erinnerungen ballen, kann man nicht einfach abbauen wie ein Feldlager. Sie müssen bleiben, sichtbar und anfassbar. Zitat Ende. Anlässlich der damaligen Einweihung sprachen Sie, Frau Menz, stellvertretend für die Hinterbliebenen. Damals wünschten sich, zitiere erneut, kein Mitleid, sondern ehrliches Interesse sowie ein würdevolles Gedenken. Zitat Ende. Als Befehlshaber des Einsatzführungskommandos teile ich Ihre Auffassung, dass der Wald der Erinnerung ein Ort des Gedenkens und zum Erinnern ist und zum Trauern eher der Friedhof da ist. Ein solch bedeutsamer Ort, und davon bin ich persönlich fest überzeugt, ist mit der Gedenkstätte und dem Wald der Erinnerungen geschaffen. Seit der Eröffnung fanden über 5.000 Führungen für insgesamt fast 90.000 Besucher statt. Darunter nicht nur Vertreter aller NATO-Staaten, sondern auch Delegationen aus Ländern wie Jordanien, Thailand, Kasachstan, Indien, Japan, Mali, um nur einige zu nennen. Erst zu Beginn dieser Woche besuchte uns hier in der Kaserne, um die Gedenkstätte zu sehen, die Verteidigungsministerin aus Luxemburg. Und gestern bei der Abnahme der Gedenkstätte eine Delegation des Panzerlehrbataillons 93 aus Munster. Dass über 40% der Besucherinnen und Besucher keine Uniform tragen, zeigt ein insgesamt ausgeglichenes Verhältnis von militärischer und ziviler Anteilnahme und zeugt von hohem öffentlichen Interesse außerhalb des Militärs. Viele Menschen, Angehörige und Gremien wie die AG Angebote und Möglichkeiten zur Unterstützung von Hinterbliebenen, die AG Ehrenhaine sowie das Netzwerk der Hilfe haben sich in enger Zusammenarbeit mit dem Ministerium, aber auch mit dem Architekturbüro Rudnick mit viel Herzblut und mit hohem persönlichen Engagement in die Realisierung dieser Gedenkstätte eingebracht. Sie haben die Gedenkstätte zu dem gemacht, was sie heute ist. Ein besonderer Ort des Gedenkens an Kameradinnen und Menschen, die uns militärisch und menschlich fehlen. Und dieses persönliche Engagement besteht dankenswerterweise unverändert fort, wie ich es selbst bei der Erweiterung um den Ehrenhain aus Camp Marmal sowie in der Erweiterung um den Ehrenhain aus Gau erlebt habe und erleben durfte. Dafür spreche ich allen Beteiligten meinen aufrichtigen Dank als Befehlshaber des Einsatzführungskommandos sowie als betroffener Vater und Staatsbürger in Uniform meine persönliche Anerkennung aus. Vor diesem Hintergrund ist es mir trotz sicherheitspolitischer Zeitenwende, gesellschaftlichen und politischen Umbrüchen sowie tiefgreifenden Reformen unserer Bundeswehr, die auch das Einsatzführungskommando betreffen, um die Zukunft dieses besonderen Ortes nicht bange.
Zuversichtlich vertraue ich darauf, dass die besondere Wirkung dieser Städte auf die zahlreichen Besucher, die Hinterbliebenen und die Truppe ein Vergessen verhindern werden. Dabei baue ich auf die Zusage meines guten, verlässlichen Kameraden und des zukünftigen Befehlshabers des operativen Führungskommandos der Bundeswehr, Generalleutnant Alexander Solfrank, der heute unter uns ist. Vielen Dank, Alex. Nach der, und ich zitiere jetzt das letzte Mal, das operative Führungskommando die Tradition der Gedenkstätte 1:1 fortsetzen wird. Zitat Ende. So werden die Ehrenhaine in und der Wald um die Gedenkstätte weiter Orte der persönlichen Erinnerung, Ausdruck von Kameradschaft und Loyalität sowie Solidarität, aber eben auch Mahnung und Verantwortung bleiben, die für die persönliche Verarbeitung von Tod und Verwundung so hilfreich sein kann. Darüber wird das Fortbestehen und die Weiterentwicklung der Städte unverändert die Möglichkeit zur öffentlichen Anerkennung für die Menschen eröffnen, die bereit sind, bei Bedarf mit ihrem Leben für unsere Freiheit und unsere Rechtsordnung tapfer einzustehen. In diesem Sinne danke ich Ihnen abschließend erneut für Ihre Teilnahme, die erwiesene Unterstützung und Ihre Aufmerksamkeit. Heiligen Boden wandle ich, als wenn ich verkauft habe.
Gestern in den Wald ihre Stimme, Frieden und Freiheit, ihren Namen und vergessen die Ewigkeit, sollen sie hier bestehen. Sie mahnen uns Demut vor dem Opfer, das Lamm uns gegeben. Allen zusammen stehen wir hier, wie ein Stein, ewige Zeit. Und der Stille hängt verbunden, unsere Seelen miteinander vereint. Sie gaben alles für die Freiheit und Gerechtigkeit. Alles lausche ich, rufen meinen Namen. Seelen stehen hinter mir, sie halten mich, auch wenn ich falle. Bewahre euch im Geiste, lebe unsere Tradition, die Werte unseres Landes, einzige Spur. Zusammen stehen sie hier wie die Steine, ewige Zeit. Und der Stille hängt verbunden, unsere Seelen miteinander vereint. Sie gaben alles für die Freiheit und Gerechtigkeit. Wir verändern bis zum Ende ihrer Zeit. Gänsehaut pur. Das ist gerade so irgendwie der schwerste Moment, eine Rede anzufangen, die ich bis jetzt erlebt habe. Muss ich sagen, nicht so einfach. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Dr. Woidke, sehr geehrte Frau Werbeauftragte, liebe Frau Dr. Högel, sehr geehrte Vertreter der Glaubensgemeinschaften und aus der Politik, sehr geehrter Herr General Schneiderhahn, sehr geehrter General Schütt, sehr geehrte hinterbliebene Kameradinnen und Kameraden, verehrte Gäste. Mich hat das echt berührt gerade. Sorry, ich muss erstmal Luft holen. Ich erinnere mich heute noch genau an den Tag, an dem ich als Soldat vereidigt wurde. Das ist über 40 Jahre her, aber ich weiß noch ganz genau, als über den Paradeplatz aus vielen Kehlen gleichzeitig die Worte schallten: Ich gelobe, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Vielleicht wusste nicht jeder, der das damals mit 18
rausgebrüllt hat, was er da wirklich tut. Wenn man sich diese Worte in Erinnerung ruft und dann an diesem Ort, dann wird einem die Tragweite des soldatischen Eides noch einmal sehr deutlich. General Schütt, Sie haben es gerade gesagt, und wirklich Respekt, danke. Hier im Wald der Erinnerungen wird uns drastisch vor Augen geführt, für welchen Beruf wir uns entschieden haben und was das im Äußersten bedeuten kann, wenn man sich tapfer in den Dienst des deutschen Volkes stellt. Und das gerade jetzt, in einer Zeit, in der Frieden, Sicherheit und Freiheit wahrscheinlich noch nie so bedroht sind wie jemals zuvor seit Gründung der Bundeswehr vor 69 Jahren. In einer Zeit, in der wir merken, dass der Spruch kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen, überholt hat. Den hatte ich damals als Schüler auf meiner Tasche in den 80ern. Heute müssen wir kämpfen können und gewinnen wollen, weil wir bedroht sind in Deutschland und in Europa. Wir müssen Frieden und Freiheit wieder verteidigen. Das aber kann die Bundeswehr alleine nicht leisten. Es ist auch mehr als eine gesamtstaatliche Aufgabe, als diese ja gerne bezeichnet wird. Mit allen sicherheitsrelevanten Strukturen und Organisationen von Staat, Ländern und Kommunen. Nein, in meinen Augen lässt sich diese Aufgabe nur in einem gesamtgesellschaftlichen Ansatz bewältigen. Und nur so ist das lösbar. Und deswegen ist es wichtig, öffentlich über diese Herausforderung, diese Aufgabe zu sprechen. Welchen Anteil Soldatinnen und Soldaten daran haben, in der Verteidigung unseres Landes, aber was auch alle anderen dazu beitragen sollen. Was der Dienst den Soldatinnen und Soldaten abverlangt, in der gesamten Bandbreite. Und diese Diskussion zu fördern und zu untermauern, auch dafür ist so ein Wald des Gedenkens und Veranstaltungen wie heute da. Seit genau 10 Jahren gedenken wir hier im Wald der Erinnerungen aller Angehörigen der Bundeswehr, die in Ausübung ihres Dienstes ihr Leben verloren haben. Bei Selbstmordattentaten, Raketenangriffen, Bombenanschlägen, Beschuss, Sprengfallen, Krankheiten oder Unfälle auf dem Weg zum oder vom Dienst. Ja, manche haben ihr Leben auch selbst beendet. Diese einzigartige Gedenkstätte soll helfen, Vergangenes zu lindern und gleichzeitig den Blick für Kommendes zu schärfen. Für Sie, verehrte Hinterbliebene, soll dies ein Ort sein, an dem Sie Verbundenheit, aber auch Trost finden sollen. Ein Anker, der Ihnen Halt gibt in schwierigen Momenten. Ein Ort, der Ihnen hier mitten in der Kaserne zeigt, Sie sind nicht allein mit Ihrer Trauer. Wir lassen Sie nicht allein. Ihre Ehepartnerinnen und Ehepartner, Ihre Söhne, Töchter, Enkel, Eltern, Geschwister, Ihre Lebenspartnerinnen und Lebenspartner, Freunde und Angehörige. Sie bleiben Teil unserer soldatischen Familie. Sie bleiben Teil der Bundeswehr. Wir halten sie in Ehren. Und so hat auch diese Gedenkstätte für uns Soldatinnen und Soldaten eine tiefe Bedeutung. Denn auch uns fehlen diese Menschen, Kameradinnen und Kameraden, genauso wie Ihnen, liebe Angehörige. Sie dienten im selben Bataillon, im selben Nachbarzug, in der Nachbarstaffel. Sie saßen mit uns im Cockpit oder fuhren auf demselben Schiff. Sie fehlen, weil wir gemeinsam gelacht, gelitten oder gekämpft haben. Sie waren für uns nicht nur Namen. Sie trugen unsere Uniform und Kameradschaft wirkt weit über den Tod hinaus. Das gilt auch und insbesondere für uns Vorgesetzte in der Bundeswehr und im Ministerium. Orte wie dieser erinnern uns an unsere Verantwortung als militärische Führer. Bei jeder Entscheidung über einen Einsatz, ob politisch oder militärisch, bei jedem Auftrag, den wir erteilen, gilt es immer auch zu bedenken, was das eben in letzter Konsequenz bedeuten kann. Für unsere Soldatinnen und Soldaten und für ihre Familien, Angehörige und Freunde. Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Namen der Leitung des Bundesministeriums der Verteidigung möchte ich heute auch mal all denjenigen danken, die sich um diesen Ort bemüht haben und auch ständig weiter bemühen. Die ein Auge auf ihn haben, ihn hegen und pflegen, ihn erklären und weiterentwickeln. Und natürlich
werden wir das weiterführen, unabhängig der neuen Strukturen. Gibt es gar keine Diskussion. Die hier in den vergangenen 10 Jahren fast 90.000 Menschen durchgeführt haben. Fast 90.000. Was für eine Zahl. Am Ministerium in Berlin haben wir das Ehrenmal der Bundeswehr. Für diejenigen, die im Dienst starben. Auch dort sind fast täglich Besuchergruppen zu sehen. Für mich ist das ein Zeichen, dass die Bundeswehr ihren Platz in der Gesellschaft einnimmt. Das wird immer wieder weggeredet, kleingeredet. Das ist nicht so. Das zeigen Sie hier, das zeigen diese 90.000, das zeigen die Besuchergruppen in Berlin. Die Menschen in Deutschland interessieren sich aufrichtig für das, was unsere Soldatinnen und Soldaten leisten. Sie stehen hinter ihnen und sie schätzen die Bundeswehr. Ihnen, liebe Hinterbliebene, möchte ich heute noch einmal versichern, Sie haben eine Familie mit und in der Bundeswehr. Wir sind da und wir bleiben da. Jeder Name, der hier im Wald der Erinnerung steht, ist Teil unserer Geschichte und bleibt auch in Zukunft in unserer Mitte. Schließlich möchte ich unsere Soldatinnen und Soldaten ermutigen. Kommen Sie hierher. Nehmen Sie sich die Zeit, um in aller Stille nachzudenken, was es bedeutet, zu dienen. Gerade heute. Denken Sie über Kameradschaft nach. Ich selbst besuche diesen Ort nun zum wiederholten Mal und ich bin jedes Mal wieder berührt und beeindruckt von der Wirkung. Wenn ich hier in Schwilosee vor dem Ehrenmal aus Mazar-e-Sharif stehe, bin ich gedanklich sofort wieder in meinem Einsatz in 2012. Ich erinnere mich an meine Unterkunft, an den täglichen Weg zum Dienst, an den Geruch vor Ort, an die Hitze, an den Sonnenschein, an die Geräusche, die Triebwerke, die rund um die Uhr liefen. Ich hatte in meiner Zeit dort keine eigenen Gefallenen zu beklagen. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich war verantwortlich für die CA-53 in der Medevac-Version. Dadurch hatte ich immer die Berührung zu dem Geschehen draußen. Die Transporteinsätze, um unsere Kameradinnen und Kameraden draußen zu versorgen. Ich hatte 2 junge Witwen zu betreuen, die mit Hilfe der amerikanischen Streitkräfte zu dem Ort geflogen worden sind, wo ihre Partner gefallen sind. Das sind die Momente, die ich aus dieser Zeit mitnehme. Eins der Dinge, die ich nie vergessen werde, unscheinbar vielleicht, aber etwas, das mir irgendwann dann vor Augen geführt hat, was eigentlich Sache ist, ist, als 2 der Hubschrauber nachts zurückkamen und man nach der Landung festgestellt hat, dass der ganze Rumpf voll war mit Einschusslöchern. Nichts passiert, aber allein diese Löcher sehen, berührt mich heute noch. Bitte verstehen Sie diesen kurzen Rückblick nicht als Versuch, mir anzumaßen, dass ich verstehen würde, was Sie berührt, liebe Hinterbliebenen, wie es Ihnen geht. Nichts liegt mir ferner. Ich will nur andeuten, dass vielleicht zumindest der Boden bereitet ist für Gespräche später. Gerade in diesen unruhigen sicherheitspolitischen Zeiten haben Orte wie dieser Wald der Erinnerungen aber noch eine ganz andere Aufgabe. Denn diese Erinnerungen, die jeder von Ihnen, von uns, wir alle in irgendeiner Form haben, sollen uns vor Augen führen, dass Frieden jeden Tag aufs Neue gesichert und, falls erforderlich, auch verteidigt werden muss. General Schütt hat das im Prinzip ja genauso gesagt. Aber Frieden kostet. Das muss ich hier nicht sagen. Für manchen Menschen bedeutet Frieden Schmerz, Trauer und Entbehrung. Und gerade aus diesem Grund ist der Wald der Erinnerung ein wichtiger Ort. Hier wird nicht nur ermahnt, was Frieden bedeutet. Er ist auch da für jeden von uns, um selbst Frieden zu finden. Herzlichen Dank. Thank you.
Sehr geehrter Ministerpräsident, Herr Dr. Woidke, sehr geehrte Wehrbeauftragte, Frau Dr. Högel, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde. Heute, vor genau 10 Jahren, stand ich das erste Mal hier an dieser Gedenkstätte. Damals war ich gebeten worden, über meine Hoffnungen und Wünsche, die ich an diese Stätte hätte, zu erzählen. Das war damals der Wunsch, die Ehrenmale aus dem Auslandseinsatz hier gemeinsam mit meiner Familie besuchen zu können. Ich hatte ganz bewusst den Weg, die Stelen, die Ehrenhaine, nicht am Tag zuvor, als ich bereits hier war, besucht. Ich wollte es in Ruhe und gemeinsam mit meiner Familie tun. Ich hatte die wunderbare Möglichkeit gehabt, den Ehrenhain mit dem Namen unseres Sohnes in Afghanistan vor Ort zu besuchen. Für meine Familie war es hier, heute vor genau 10 Jahren, die erste Gelegenheit. Ich hatte mir gewünscht, dass wir Hinterbliebene, Familie, Freunde und Kameraden diesen Ort zu jeder Zeit besuchen können und mich gefreut, dass dies nun für alle ohne eine lange und beschwerliche Anreise möglich sein würde. Auch Kameraden sind Hinterbliebene. Auch sie haben Menschen verloren, mit denen sie in ihrer Einheit, aber ganz besonders mit denen sie im Einsatz zu einer engen Einsatzfamilie zusammengewachsen waren. Für sie ist ein solcher Ort genauso wichtig wie für uns Familienangehörige. Ich hatte gehofft, dass dieser Ort sowohl für ein individuelles Gedenken geeignet ist, als auch, dass wir in Gruppen, wie wir es sonst immer am Vortag des Volkstrauertags tun, hier zusammen erinnern können. Ich hatte auch gehofft, dass für den einen oder anderen nicht-Bundeswehrangehörigen Besucher hier sichtbar wird, dass der Soldatenberuf eben doch nicht ein Beruf wie jeder andere ist und was er in letzter Konsequenz auch bedeuten kann. Heute darf ich sagen, all diese Wünsche sind erfüllt worden. Und nicht nur das, hier ist so viel mehr entstanden, als ich es damals für möglich gehalten hatte. Das wirklich Besondere an diesem Ort ist, dass es ein lebendiger Ort ist. Ein lebendiger Gedenkort für verstorbene Menschen. Ein Ort, der jedes Mal, wenn man ihn besucht, wieder anders ist. Dem es aber jedes Mal gelingt, mich aufs Neue zu berühren. Zum einen natürlich, weil er sich mit den Jahreszeiten verändert. Mal sanft grün und sonnig ist, mal stürmisch rau und grau. So wie auch die Zeiten unserer Trauer mal stürmisch und rau und mal sanfter und freundlicher im Laufe der Jahre waren. Dieser Ort hat sich auch verändert, weil in diesen 10 Jahren mehrere Ehrenhaine hinzugekommen sind. Er wird sich auch wieder verändern, wenn die Gedenkstelle aus Mali errichtet sein wird. Ganz besonders aber lebt und verändert sich der Wald durch die vielen individuell gestalteten Erinnerungen an den personalisierten Bäumen. Die Tafeln und Erinnerungsstücke sind so persönlich und unterschiedlich und liebevoll einzigartig gestaltet, wie eben jeder auch Verstorbene einzigartig war. Hier sehen wir, wie viele Partner, Eltern, Kinder, Geschwister, Freunde, Kameraden noch an sie denken. Und das tut gut. Ich war in diesen 10 Jahren häufiger hier. Mal allein, mit der Familie, mit Freundinnen, mit Gruppen von Hinterbliebenen. Mehrfach konnte ich Führungen des Besucherdienstes erleben. Und hier geschieht etwas, das ich nicht erwartet hatte. Die Führungen berühren wirklich alle Teilnehmer. Ganz gleich, ob es junge Soldaten, Schüler oder einfach interessierte Besucher von außerhalb der Bundeswehr sind. Dem Besucherdienst gelingt es, nicht nur Fakten und Informationen zu vermitteln, sondern sie lassen einzelne Verstorbene durch ihre Erzählungen für eine kurze Zeit so lebendig werden, dass jeder fühlt und nicht nur versteht, was ein solcher Verlust bedeutet. Ich sah junge Menschen fröhlich aus Bussen aussteigen. Nach wenigen Metern schon waren sie nachdenklich, still und lauschten hochkonzentriert den Erzählungen. Eine gute Entscheidung war damals auch, dass die Namen auf den Stelen nicht nach Dienstgraden sortiert wurden und dass auch die Todesursache keine Rolle spielt. Der Wert der Menschen ist unabhängig vom militärischen Rang und die Trauer aller Hinterbliebenen nicht abhängig davon, ob ein Mensch gefallen, durch einen Unfall oder eine Krankheit verstorben ist oder ob er selbst entschieden hat, sein Leben nicht fortführen zu können. Besonders wichtig ist für mich inzwischen, dass hier der Ort ist, an dem den Soldaten, die gemeinsam ihren Dienst im In- und Ausland verrichteten, auch gemeinsam gedacht wird. Einige waren zusammen in Auslandseinsätzen, sind dort gemeinsam gestorben und hier sind sie wieder sichtbar vereint. Keiner ist allein. Vor 10 Jahren gab es Diskussionen, ob dieser Standort der richtige ist.
Einige wollten ihn zentraler, sichtbarer, mitten in Berlin. Ich war damals der Meinung, ja, der Ort hier ist der richtige. Und ich bin heute der festen Überzeugung, ja, er ist der richtige. Hier im Schutz der Kaserne, in der Nähe des Einsatzführungskommandos, ist genau der richtige Ort. Er bietet uns die Ruhe und Sicherheit, die ein solcher Ort braucht. Mitten im Trubel der Großstadt wäre vieles, was hier gefühlt und erlebt wird, sicher nicht möglich. Und wenn wir die Besucherzahlen betrachten, brauchen wir auch keine Sorge zu haben, dass niemand diesen entlegenen Ort findet. Ich wünsche der Gedenkstätte, dass nicht mehr allzu viele Namen und Stelen hinzukommen werden. Als ich gebeten wurde, heute zum 10. Geburtstag dieser Erinnerungsstätte ein paar Worte zu sprechen, war ich zuerst ein wenig erschrocken. Schon 10 Jahre ist die Einweihung her. Es kommt mir viel kürzer vor. So präsent ist mir der Tag damals noch. Es können niemals 10 Jahre sein. Dann habe ich aber überlegt, was alles in diesen 10 Jahren geschehen ist. Und dann war ich das zweite Mal erschrocken, denn es ist in diesen 10 Jahren wirklich unglaublich viel geschehen. Nicht nur ganz privat, bei uns hat sich vieles verändert. Auch unsere Trauer hat sich verändert. Sie wird nie ganz weggehen. Das muss sie auch nicht, das soll sie auch nicht. Die Trauer und ich haben gelernt, miteinander zu leben. Und hier kann ich nur für mich sprechen, ich habe auch gelernt, gut mit ihr zu leben. Aber auch auf der Welt ist unglaublich viel geschehen. Mehrere Auslandseinsätze sind abgeschlossen, manche erfolgreich, andere mit einem Ende, das wir uns anders gewünscht hätten. Die Anzahl der Krisenherde auf der Erde hat zugenommen. Es gibt Krieg in Europa, ganz in unserer Nähe. Das hätten sich sicher viele von uns vor 10 Jahren nicht vorstellen können. Und auch das hat uns verändert. Das Sicherheitsgefühl, mit dem meine Generation aufgewachsen ist, haben wir plötzlich verloren. Oft denke ich, was wohl unser Sohn dazu sagen würde. Ich denke, auch er wäre erstaunt und traurig darüber, wie sehr sich die Welt doch in kurzer Zeit verändert hat. All die Menschen, denen wir hier an diesem Ort gedenken, waren bereit, für unsere Sicherheit, unsere Freiheit und unsere demokratischen Grundwerte einzustehen und notfalls den höchsten Preis dafür zu bezahlen, ihr Leben. Wir alle dürfen stolz auf sie sein. Aber sind auch wir Zivilbevölkerung bereit, für diese Werte einzustehen? In einer Zeit, in der Menschen wieder wegen ihrer Abstammung oder ihrer Religionszugehörigkeit diskriminiert werden? In einer Zeit, in der Antisemitismus nicht nur in Geschichtsbüchern erlebt wird, sondern mitten unter uns sichtbar ist und Menschen um ihre Gesundheit und ihr Leben fürchten müssen? In einer Zeit, in der die Einhaltung unserer demokratischen Werte nicht mehr für alle Menschen selbstverständlich ist, sollten wir beginnen, nicht mehr nur stolz auf unsere verstorbenen Soldatinnen und Soldaten zu sein, sondern wir sollten beginnen, diese Verstorbenen stolz auf uns zu machen. Stolz, weil auch wir nicht zusehen und schweigen, sondern uns für den Erhalt unserer Demokratie und unserer Werte einsetzen. Jeder so, wie er es kann. Es gibt dafür so unzählige Möglichkeiten. Nutzen wir sie. Ich glaube, die richtige Zeit dafür ist jetzt. Vielen Dank.